Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Wir haben uns heute hier unter anderem deswegen versammelt, also nicht nur, weil ihr mich leiden sehen wollt, hoffe ich jedenfalls, sondern um eine Frage zu beantworten, die ich mir persönlich schon sehr lange stelle, und zwar, ob man mit Pfefferspray kochen kann, beziehungsweise halt, ob man mit Pfefferspray eine Mahlzeit würzen kann. Und naja, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es gut schmeckt, aber ich will wissen, wie das so ist. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. So, also wir haben hier auf jeden Fall fett Bratkartoffeln, ein bisschen Ei dazu, so, ja, auf ganz entspannte Ehrenbruder-Basis, es ist glaube ich 4 Uhr nachts oder so. Ich drehe da gerade durch, es ist der 10. Tag der Quarantäne wegen SARS. Ich bin auch schon ziemlich gut dabei und ja, was soll ich sagen? Ich gucke währenddessen den Livestream vom Superfahrer bei Twitch. So muss das sein, das ist ein ganz normaler Mittwoch und es ist sehr stürmisch draußen. So, das sieht gut aus. Das ist grundsätzlich eine Mahlzeit. So. Guckt euch das an. So. Ist das nicht herrlich? So, das ist übrigens so eine Funny-Packung, die war auch in der Fanpost sogar. So ein richtig schöner Schmand, den man einfach nur so in heißes Fett, heiße Butter, wie auch immer, in die Pfanne mit dazu gibt und danach ja, entsteht da so eine wunderbare Mahlzeit. So, wird jetzt ganz normal gewürzt. Pfeffer und mit Salz. Da sehen wir jetzt der eine Teil. Ups, ja. So. Gut, da hätten wir schon mal eine Referenz. Ich gehe mal davon aus, dass der zweite Teil nicht sonderlich essbar sein wird. Aber der erste Teil, ja, der wird verspeist. Gut, oh, da ging was daneben. Das ist aber nicht mehr schlimm. Okay, jetzt wird es gleich spannend. Gott bewahre, Alter. Jetzt wird es gleich spannend. Jetzt wird es gleich unweigerlich spannend. Ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe schon mehrmals in meinem Leben Pfefferspray abbekommen und das ist absolut kein Spaß. Nun, jetzt wird sich in Schale geschmissen. So. So, wir haben hier den Pfeffer. Ach, ganz ruhig, ja, ganz entspannt. Pfeffer K.O. Jet. Mit patentiertem Panikverschluss. Okay, Pfeffer K.O. Jet mit Fadenstrahl. Das knallharte Pfeffer K.O. zum Schutz vor Angriffen. Ja, könnt ihr hier nochmal alles durchlesen, wenn ihr wollt. So. Das ist halt Pfefferspray der übelsten Sorte. Das kommt jetzt hier in die Mahlzeit. Ich bin vollkommen krank, Alter. Hä? Ja, ich muss erstmal den Verschluss zerstören. Moment. Okay, okay, das habe ich hinbekommen. Das habe ich jetzt random auf den Balkon gesprüht. Moment. Okay. Okay, okay. Das ist auf jeden Fall drin. Heilige Scheiße. Also man merkt davon. Ich würde gerade sagen, man merkt davon nichts, aber man merkt davon schon einiges doch. Ja. Okay, also, na. Oh. Heilige Scheiße, also. Heilig. Oh. Ja. So. Gut. Wie kommt man auf solche Ideen, Alter?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Das ist ein äußerst beißendes Gefühl in der Nase. Oh, das fühlt sich wirklich sehr unschön an. Ja, da müssen wir jetzt durch. So, das wird gleich massiv verkostet. So, hier, seht ihr? So, hier geht's gleich richtig ab. Das kannst du wissen, Alter. Gut. Okay. Also, das ist der Teller mit dem Pfefferspray verseuchten Zeug, und das ist der normale. Verdammt, Alter. Ich bin geisteskrank. Ich bin wirklich nie ganz dicht. Mir ist nicht mehr zu helfen. Heilige Scheiße. Das würde ich sagen, echt köstlich. Schmackhaft. Angenehm gewürzt. Ja. Ich habe echt keine Ahnung, was eigentlich noch in diesem Pfefferspray-Zeug drin ist, außer scharfes Zeug. Hat irgendwie 2 Millionen Scoville oder soll das haben, ungefähr. Oh, ist das komisch. Das schmeckt echt nicht gut. Das schmeckt eklig. Das schmeckt doch irgendwie nicht scharf. Das tut einfach nur weh. Das ist einfach nur Schmerz. Ich esse noch ein Stück davon. Ich habe echt irgendwie Angst. Das ist echt unangenehm. Okay, eins geht noch. Ach komm, wenn wir schon mal dabei sind. Schluss. Okay, das letzte. Ich habe das Gefühl, ich tue meinem Körper da nichts Gutes. Okay. Oh, ist das. Oh, ist das unangenehm, yo. Also. Oh, so schwer zu dosieren. Also um das Video, um den Titel des Videos mal zu. Oh. Das ist okay, das ist doch schärfer als man vielleicht denkt. Aber ich habe so kurz wie möglich gesprüht, trotzdem ist halt übelst viel reingekommen.
Das ist also geschmacklich ganz, ganz unangenehm. Scheiße, ich glaube, das war ein Fehler, das ist so viel zu essen davon. Ah, ganz unangenehm. Schmeckt überhaupt nicht. Richtig eklig, chemisch. Oh. Und die Frage kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Man kann auf keinen Fall Essen damit würzen. Also wenn man halt mal keine Chili-Soße oder kein Chili oder keine Pfeffer im Haushalt hat, dann ist ein Sprüher Pfefferspray auf keinen Fall die Lösung. Also ich bin gerade selbst davon überrascht, wie krass das ist. Das war keine gute Idee, das zu essen. Das war keine gute Idee, das zu essen. Das war keine gute Idee, das zu essen. Das war eine ganz dumme Idee, das zu essen. Ich habe das Gefühl, das war eine ganz dumme Idee, das zu essen. Ja, okay. Mach das nicht nach. Mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Ich habe Angst. Ich werde das jetzt aufessen. Und hoffentlich werde ich die Nacht überleben. Mach so einen Scheiß auf keinen Fall nach. Dafür gibt es professionelle Vollidioten wie mich. Fickt euch ins Knie, ihr Bastarde. Boah.